Grüß euch von dem Gerecht Innsbruck. Wo sind wir heute? In, ja, Skiausrüstung von 1980. Heute sind wir beim Alpenzoo und haben geschaut, ob der offen hat, weil an und für sich hat es ja geheißen, trotz Lockdown, dass man sich bewegen darf, weil es gut tut, gesundheitlich. Jetzt leider Gottes, was man überhaupt nicht verstehen, der Alpenzoo ist geschlossen. Das heißt, da würde sich alles im Freien abspielen, so wie auch in den Skigebieten. Nur ist der Unterschied, dass der Landeshauptmann von Tirol, der Herr Franz Hörl... Das ist ja gar nicht der Landeshauptmann. Entschuldigung, also der Landeshauptmann am Papier ist natürlich nach wie vor der Günther Platt, aber der eigentliche Heimliche ist der Franz Hörl, das weiß ich jedes Kind schon da. Der hat gesagt, die Skigebiete müssen offen bleiben und ja, jetzt seien sie auch offen geblieben. Wie kann man das jetzt ändern, dass da im Alpenzoo zukünftig auch wieder aufgeht? Wir hatten zwei Ideen. Die erste Idee ist, wir machen den Landeshauptmann, den Heimlichen, Herrn Franz Hörl, zum Präsidenten des Vereins des Alpenzoos, weil dann würde er zukünftig sagen, solange es beim Hofer Elektrogeräte zu kaufen gibt, wird auch zukünftig der Alpenzoo die Skigebiete offen halten. Das heißt, das war die eine Möglichkeit. Die andere, die aber viel schneller umzusetzen wäre, ist, wir erklären mit heutigen Tag, Philipp, sag her, den Alpenzoo zum Skigebiet. Weil dann fällt er in diese Regelung auch hinein. Was heißt das? Das heißt, dass zukünftig die Leute dann in Skiausrüstung mit Rodel oder Ski, da Gant oder ein Schalummer, vielleicht zukünftig da reingehen könnten. War jetzt sicherlich eine gute Idee, überlegt euch das. Also, wie gesagt, für uns ist der Alpenzoo mit heutigen Tage ein Skigebiet. Und darum kann man sich überlegen, lieber Herr Franz Hörl, denk einmal drüber nach, sprich ein Machtwort, weil auf die hören Sie alle, das war schon bis wieder neu, dass das vielleicht möglich ist, dass die Familien und die Kinder sozusagen in Zeiten, wo es eh im Prinzip trist ist, zumindest in Alpenzoo reingehen können. Wir bleiben weiter am Ball, es sind schwierige Zeiten, darum haben wir gesagt, heute mal ein bisschen was Nettes, aber was Lustiges. Macht es gut und tut es zusammenhalten und tut es euch nicht auseinanderdividieren lassen zwischen Geimpft und Ungeimpft. Jeder hat seine Gründe. In diesem Sinne, Servus Innsbruck, auf ein baldiges Wiedersehen im Alpenzoo. Und Servus Tirol.